Konstanz und Veganismus. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Eine Hörsendung im Rahmen des Veganer-Vegetarier-Podcast. Es heißt, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und genauso heißt es auch, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. So ähnlich auch, es braucht eine gewisse Konstanz bei allem, was du erreichen willst. Es ist manchmal gut, ungeduldig zu sein. Es ist manchmal gut, dich ernsthaft zu bemühen. Manchmal muss es schnell sein. Manchmal musst du flexibel sein. Und so gilt es manchmal auch, anpassungsfähig zu sein. Aber auch Konstanz hat eine gewisse Notwendigkeit. Wenn du etwas dauerhaft machst, beständig machst, ja, dann wirst du auch viel Gutes bewirken können. Wenn du mal intensiv tätig bist und dann wieder loslässt, dann passiert nicht so viel. Angenommen, du willst Veganer werden und dann gilt es natürlich, dass du dort beginnst, dass du dir einen Plan machst, eine Strategie oder dass du auf deinen Bauch hörst und von heute auf morgen umstellst. Den meisten geht es so, dass es ihnen ab dem ersten Tag besser geht, wo sie vegan sind. So war es bei mir und so ist es bei den meisten, die ich kenne. Wir haben ja auch hier bei Yoga Vidya viele Gäste, die bevor sie in den Ashram kommen, noch nicht vegetarisch waren, zwar mit dem Gedanken gespielt haben, aber vielleicht auch ein bisschen ihren Fleischkonsum reduziert haben. Gut, wir haben auch sehr viele, die vorher schon Vegetarier waren und auch Veganer, aber die Mehrheit hat, bevor sie zu uns gekommen ist, durchaus Fleisch gegessen. Sie kommen hierher und sie merken, es tut ihnen gut. Es geht ihnen besser, sie kommen in eine Hochstimmung hinein. Die meisten werden auch anschließend, wenn sie nach Hause kommen, weiter Veganer oder Vegetarier sein. Dann braucht es trotzdem eine Konstanz, denn nach dem ursprünglichen Euphoriegefühl hofft man natürlich, dass es immer weiter so geht, aber dann stellt man fest, ja, der Alltag kommt. Man fühlt sich besser als vorher, gesünder als vorher, sieht auch jünger und besser aus, aber das subjektive Gefühl, man gewöhnt sich an das gute Gefühl. Dann gilt es wieder, konstant zu sein. Manche brauchen eine Weile, bei manchen bleiben noch Gelüste zurück. Da gilt es, eine Konstanz zu haben in seinen bisherigen Lebensgewohnheiten. Oder auch, angenommen, du hast bestimmte Erkrankungen, von denen du hoffst, dass sie durch Ernährungsumstellung umgeändert werden, geheilt werden oder weniger werden. Auch hier brauchst du Konstanz. Es gilt, jeden Tag dabei zu bleiben, abzuwarten, geduldig zu sein. Wenn du jeden Tag deine Ernährungsphilosophie wechselst, ist auch nicht so gut. Dein Körper muss sich auch dran gewöhnen. Es gilt aber auch, wenn du innerhalb von 4 Wochen bei einer bestimmten Kostform nicht die erwartete Wirkung hast, dann wirst du davon ausgehen können, dass diese Kostform nicht so schnell eine Auswirkung auf dich haben wird. Ich bin in jedem Fall dafür, dass du Veganer bist, aber auf dem Gebiet des Veganismus gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt zum Beispiel glutenfrei, auch als Veganer, und es gibt durchaus Getreide. Ich selbst bin ja jemand, der gerne Vollkorngetreide isst und ich vertrage auch Vollkornweizen, Roggen und so weiter. Aber es kann sein, dass für dich glutenfreie Ernährung gut ist. Oder vielleicht musst du Rohköstler werden. Oder vielleicht ist für dich Low Carb gut. Also auch als Veganer kannst du dann mehr Nüsse und mehr Avocados und mehr Öle essen und zusätzlich Obst und Gemüse und weniger Getreideprodukte. Oder Low-Fat mag vielleicht für dich gut sein. Oder Trennkost mag für dich gut sein. Es gibt so viele verschiedene Dinge, aber konstant, es mal so eine Woche auszuprobieren oder besser einen Monat, stellst du fest, es tut dir gut. Und dann kannst du wieder wechseln. Und wenn du deine Kostform gefunden hast, die für dich momentan gut ist, bleibe dabei. Habe dort eine Konstanz. Gerade wenn du Vata-Mensch bist, also jemand, der eher zu Unruhe neigt, zu vielen Gedanken und vielen neuen Ideen und der gerne immer wieder mit vielen Menschen spricht und so weiter, vielleicht auch hypersensibel ist oder immer hyperaktiv ist, dann ist es gut, mindestens in der Ernährung eine gewisse Konstanz zu haben. Das hilft dir, dass du eine Ruhe hast, einen Ruhepol. Gerade wenn du sehr aktiv bist, gerade wenn du Pionier bist, bei bestimmten Dingen ist Konstanz gut.
Ich bin ein Mensch, der sehr kreativ ist. Ich bin ein Mensch mit vielen Ideen. Und ich bin ein Mensch, der irgendwo inspiriert ist, viel bewirken zu wollen, auch viel tut. Aber ich habe bestimmte Konstanzen in meinem Leben. Ich mache jeden Tag meine Yoga-Übungen mit Asanas, Pranayama. Ich mache jeden Tag meinen tiefen Tiefschlaf. Gut, das sowieso. Ich meine tiefen Entspannung. Ich mache jeden Tag auch meine Meditationen. Ich mache all diese Dinge jeden Tag. Das ist eine gewisse Konstanz. Ich habe jeden Tag, nehme ich zu mir Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst und Salate und Gemüse. Da ist eine Konstanz. Ich esse zwar unterschiedliches, aber das ist in jedem Fall jeden Tag dabei. Ich habe typischerweise 2 Mahlzeiten, manchmal auch 3 Mahlzeiten. Ich bin konstant in meinen Esszeiten, mindestens Brunch ist gegen 11:15, Abendessen gegen 17:45. Da ist eine Konstanz. Eine solche Konstanz ist auch gut für deine Gesundheit. Gerade wer viel gefordert ist, gerade wer viel kreativ ist und viele Ideen hat, der braucht mindestens beim Essen eine Konstanz. Der braucht bestimmte Lebensgewohnheiten, die seinem Leben eine Konstanz geben. Natürlich, Konstanz kann auch eine Vision, eine Utopie sein, die du erreichen willst. Konstanz kann auch eine Mission im Leben sein, muss es aber auch nicht. Überlege selbst, hast du in deinem Leben auch Konstanz? Hast du auch Flexibilität? Bist du kreativ? Bist du vielleicht zu unruhig und hast deshalb auch manchmal Schwierigkeiten? Oder bist du zu gewohnheitsmäßig, zu bequem? Wie hältst du es mit der Konstanz?